Guck mal bei YouTube nach. Ups. Was war das denn gerade, Stefan? Hm? Was wolltest du denn da gerade in das Suchfeld eingeben? Ich hab mich vertippt, okay. Ach, vertippt hat er sich. Zwei beste Freunde, echt tiefgründige Diskussionen und vor allem ganz viel Gras. Der deutsche Kifferkultfilm Lombok bekommt endlich eine Fortsetzung. In Lombok sind die deutlich gealterten Buddies Kai und Stefan auf zwei sehr unterschiedlichen Trips. Wir treffen beide wieder Anfang 40. Der eine scheint ziemlich erfolgreich zu sein, arbeitet als Anwalt in Dubai, soll dort die Tochter von einem erfolgreichen Unternehmer heiraten. Mach dir keine Sorgen. Wo ist deine Deckung? Muss einfach nur nochmal zurück in seine Heimatstadt kommen, um eine Geburtsurkunde zu besorgen, wegen seiner Heirat. Ich war zufällig in der Gegend. Hey. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir höchst selbst an die klassische Gourmet vorbeizuführen. Bist du bescheuert? Bei dem anderen sieht es nicht so gut aus. Der hängt immer noch in dem alten Lieferservice ab. Man hat eine Beziehung, die so lala läuft. Beziehung zu dem Stiefsohn, die läuft auch so lala. Und so Leben schaut für ihn irgendwie nicht so rosig aus. Und ich weiß, dass sie garantiert momentan Wayne. Und ey, normalerweise bin ich der Allererste, der sagt YOLO. Oder ist so? Ist so. Aber guck doch mal, was soll passieren? Stell dir vor, du kriegst das Ganze am Ende nicht gedribbelt. Was dann? Willst du dann dein ganzes Scheißleben hier kellern? Bitch, please! Regisseur Christian Zübert wollte eigentlich gar keine Fortsetzung drehen. Moritz und Lukas und die Produzenten auch, die haben mich ja immer genervt, haben gesagt so, Christian, wir müssen, das hat so Spaß gemacht. Und ich so, nee, komm, lass mich in Ruhe, ich will irgendwie was anderes machen, interessiert mich nicht. Irgendwann mal so genervt, dass er gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt irgendwas, damit die sehen, das wird sowieso nichts. Und dann hat er das geschrieben und das war leider gut. Das fanden halt leider alle irgendwie lustig. Warum warst du eigentlich mit mir zusammen? Wegen dem Sex. Ich glaube, der Schlüssel war, warum es dann jetzt nach 15 Jahren hingehauen hat, war für mich das Alter von den Jungs. Also wenn du jetzt sagst, dumm Fick, gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Genau wie 25 damals so ein ganz typisches Alter war oder Mitte, Ende 20, so ist 40 auch wieder so eine ganz besondere Lebensphase, glaube ich. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh, und man kann ja auch ohne Drogen Spaß haben. Viele finden sich dann da wieder, wo sie gesettelt sind und merken dann auf einmal, ui, doch ein bisschen langweilig. Und das soll jetzt noch 40 Jahre so weitergehen, ui. Ja, und da fängt der Film an. Und deswegen haben die Figuren jetzt halt auch wieder was zu erzählen. Kai und Stefan müssen sich mit Drogenbossen rumschlagen. Das kannst du nicht bringen. Gib uns das Zeug zurück, oder? Oder was? Oder? Willst du mir drohen, du Opfer? Nein. Und auch noch Stefans Hochzeit retten. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle 3 Monate Urintests abgeben. Bitte? Was echt der schmale Grat ist, finde ich, und das macht wieder Christians Drehbuch aus, ist, dass der sehr geschmacklos werden kann. Gib immer richtig. Gib immer so richtig. Also er haut gleichzeitig auf die Kacke und bleibt gleichzeitig aber auch subtil. Es gibt so ein paar kleine Anspielungen, die man nur versteht, wenn man den ersten gesehen hat, aber die sind wirklich so sorgsam verteilt. Sag mal, ist das Haschisch? Ja. Aber der Film funktioniert auch, ohne dass man den ersten kennt. Sicherheitsleute kommen, laufen die andere Richtung hinten raus. Fuck! Halt's Maul, du Scheißmutze! Schlagfertiger Humor, absurde Situationen und schräge Sprüche. Lombok ist eine skurril liebenswerte Komödie über zwei Männer, die sich mehr oder weniger erfolgreich den Problemen des Älterwerdens stellen. Sag mal, sieht doch top aus. Was willst du denn? Super.